Dankeschön, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schon bemerkenswert, dass einer, der gerne regierender Bürgermeister werden möchte, in dieser Diskussion, wo es ja tatsächlich um eine Zäsur in der Berliner Landespolitik geht, sein PGF vorschickt und allerlei dumme, sachfremde Sachen zu erzählen ist. Lieber Klaus Wowereit, heute ist noch nicht der Tag für politische Nachrufe und die Würdigung von Lebensleistungen. Dazu ist nach dem 11. Dezember noch genügend Zeit. Und da werden wir natürlich gerne daran erinnern, dass es die 10 rot-roten Jahre waren, in denen Klaus Wowereit der beliebteste Politiker Berlins war. Und nicht nur das, sondern dass es auch strategische Linien in der Landespolitik gegeben hat, die unsere Koalition getragen haben. Angefangen damit, den Haushalt Berlins wieder in Ordnung zu bringen, die Stadt von ihrem provinziellen Mief zu befreien und zu einer weltoffenen, toleranten, innovativen Metropole zu machen. Und seit 3 Jahren mussten Sie, Herr Wowereit, lernen, dass es eben ohne ein Minimum an strategischen Gemeinsamkeiten in einer Regierungskoalition nicht geht. Sie haben 2011 gegen den Willen Ihrer eigenen Partei und Ihrer Wählerschaft die Koalition mit der CDU durchgesetzt. Und wer so etwas macht, ist zum Erfolg verdammt. Aber Pustekuchen, das Krisenmanagement des BER wurde bekanntermaßen zum Desaster und Koalition und Senat stolpern von einer Pleite in die nächste Panne, verbringen mehr Zeit mit verstecktem Foulspiel untereinander, anstatt seriös an irgendeinem der Großprobleme in der Stadt zu arbeiten. Diese Koalition steckt in einer dicken, fetten Krise nach gerade mal 3 Jahren. Und sie stecken dort, weil sie gemessen an den eigenen Zielen, und das war schon nicht viel, nichts auf die Reihe gekriegt haben. Und Klaus Wowereit stürzt als Chef von Cianze in den Umfragen ab. Aber um so viel Mist zu machen und Blockaden aufzubauen, braucht es mehr als einen regierenden Bürgermeister. Da muss schon ein ganzer Senat ran. Weil Klaus Wowereit, so wie die ganze Stadt gesehen hat, dass mit diesem Senat kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist, weil seine eigene Partei ihn aus dem Amt gemobbt hat, Herr Schneider, und weil der gesamte Senat interessiert und mancher amüsiert zugesehen hat, wie er immer weiter demontiert wird, hat er für sich ganz persönlich diese Koalition beendet. Und sie ist am 11. Dezember diesen Jahres beendet. Der gesamte Senat tritt außer Dienst an diesem Tag. Deswegen war es auch lustig, dass Sie heute über den LFA sprechen wollten, wo überhaupt niemand vom Berliner Senat dran teilnehmen kann an der Schlussverhandlung. Sie haben daraus heute eine Posse gemacht aus diesem wichtigen Thema. Und was, Herr Saleh und Herr Graf, glauben Sie eigentlich, rechtfertigt den kühnen Schluss, wenn der einzige Grund für diese Regierungskonstellation zurückgetreten ist, einfach weiterzumachen, als wäre nichts passiert? Ihr Koalitionsvertrag, von dem Sie jetzt sagen, er gelte zwischen den Parteien und nicht zwischen Personen, in dem steht doch außer Prüfaufträgen gar nichts drin. Die Hälfte der Prüfaufträge ist schon kaputt geprüft. Und bei anderen Sachen schicken sich die Senatoren die Anwälte auf den Hals und übrig bleibt, sind faule Kompromisse zwischen Senatoren, die eigentlich jeweils das Gegenteil wollen. Die Koalition bringt in keiner Frage eine Initiative zur Zukunftsfähigkeit der Stadt zustande. Die Opposition, Herr Schneider, zum Thema Inhalte, die Opposition musste das Thema Zukunft des öffentlichen Dienstes auf die Tagesordnung setzen. Was passiert? SPD und CDU basteln an Formelkompromissen. Und letztendlich werden sie vom Finanzsenator alle blockiert. Das ist absurd. Thema Wohnungs- und Mietenpolitik. Tempelhof zur Abstimmung über die Wohnungs- und Mietenpolitik des Senats gemacht. Sich dann gewundert und beleidigt gewesen, dass die Bürgerinnen und Bürger die Sache ernst genommen haben. Gleichzeitig weigert sich der gleiche Senat, den Wohnungsbaugesellschaften das Geld zur Verfügung zu stellen, mit dem man wohnungspolitisch und mietenpolitisch steuern könnte. S-Bahn. Kollegin Popp hat es schon angesprochen, da haben wir aber im Weg eine Differenz, eine kleine. Aber seit über 3 Jahren erklären wir, das Land muss die Wagen selbst beschaffen. Der Senat betreibt lieber die Teilausschreibung, die scheitert,
das Land Berlin stolpert sehenden Auges in die nächste schwere S-Bahn-Krise ab spätestens 2017. Stadtwerk. Finanzsenator, Regierender und CDU finden ein Stadtwerk blöd. Intrigieren gegen Senator Müller, der eins machen möchte, nehmen ihm die Verantwortlichkeit weg, schenken sie Frau Üser, der Wirtschaftssenatorin, die legt das Bonsai-Stadtwerk zu den Akten. So viel zum Thema Prüfaufträge im Koalitionsvertrag. Netze. Wie schon gesagt, man schickt sich die Anwälte auf den Hals. Papa Wowereit sagt, das gehört sich nicht. In der Sache wird nichts geklärt. Das ist doch irre. Wirklich widerlich ist aber, was Sie hier mit den Flüchtlingen veranstalten. Im Frühjahr gibt es hier in diesem Hause eine Regierungserklärung zur Verhandlungslösung des Senats mit den Oplatz-Flüchtlingen. Ich habe damals hier gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass in dieser Debatte noch ein bisschen verlogener zugeht als sonst üblich. Das war aus heutiger Sicht stark untertrieben. Henkel betreibt offene Obstruktion gegen den schon mehr als löchrigen Kompromiss. Man belöffelt sich mit Gutachten und Gegengutachten. Henkel macht Kola zur Lügnerin gegenüber den Flüchtlingen. Die Flüchtlinge bleiben auf der Strecke. Wie positionieren sich eigentlich die drei Kronprinzen bei dieser Geschichte? Warum nimmt er die letzten drei Monate Richtlinienkompetenz der Wowereit die Sache nicht selbst in die Hand? Das ist ein ziemlicher Skandal, um den es hier geht. Und solange Sie solche Schweinereien machen, reden Sie gefälligst nicht mehr von Humanismus, christlichen Werten oder von Weltoffenheit. Meine Damen und Herren, das ist ja nur eine kleine Auswahl von Schlechtleistungen dieser Koalition. Sie haben schon lange kein gemeinsames Regierungsprogramm mehr. Und weil Sie sonst nichts auf die Reihe kriegen, wollen Sie mit Ihrer abenteuerlichen Olympia-Bewerbung und Ihrem verfassungsmäßig absonderlichen Vorschlag mit dieser Bürgerbefragung, die dann hinterher als, wie wollen Sie es eigentlich machen, mit einer Telefonumfrage oder sowas? Oder machen wir es dann künftig so, dass Forsa beauftragt wird und hinterher erklären wir die Umfragen von Forsa für verbindlich? Also Sie sind ein paar Possenreißer mittlerweile, das ist echt unglaublich. Also mit dieser abenteuerlichen Olympia-Bewerbung wollen Sie die Regierungsgeschäfte an das IOC verschenken und alle anfallenden Kosten dafür auch nur übernehmen. Berlin braucht dringend Investitionen in die soziale und bauliche Infrastruktur, Personal in den Bezirken und Hauptverwaltung, bezahlbare Wohnungen. Sie können doch nicht in einem Atemzug sagen, dafür hat Berlin kein Geld und im nächsten Atemzug sind Sie bereit, für temporäre Sportstätten Milliarden auszugeben. Bei Olympia scheuen Sie vor Haushaltsrisiken in zweistelliger Milliardenhöhe nicht zurück, aber alles andere fahren Sie mit Verweis auf die Altschulden auf Verschleiß. Das ist doch verrückt. Die Stadt wartet seit über zwei Jahren auf ein Bäderkonzept. Da gibt es großen Sanierungsbedarf. Die Besucherzahlen gehen zurück. Ihnen ist nicht mehr eingefallen, als die Preise zu erhöhen. Das ist doch auch sportpolitisch Unsinn. Und was passiert eigentlich, wenn der DOSB im Dezember Ihre Olympiaträume platzen lässt? Auf welcher Basis wollen Sie diese Koalition mit der CDU dann eigentlich fortsetzen? Aber die SPD glaubt ja inzwischen, die Stadt befände sich in ihrem Privatbesitz. Sie ruft dazu auf, Mitglied bei der SPD zu werden, damit man den Regierenden mitwählen kann. Das sagt ja einiges über Ihr Demokratieverständnis aus. Sie haben den Gong nach dem Volksentscheid zu Tempelhof offensichtlich immer noch nicht gehört. Aber das alles sagt auch ziemlich viel über die Berliner CDU aus. Die macht diese seltsame Castingshow der SPD mit. Warum eigentlich, Herr Graf? Es kann nach Lage der Dinge und Umfragen nur eine Antwort geben, weil Ihre Senatorinnen und Senatoren noch nicht lange genug im Amt sind, um Pensionsansprüche erworben zu haben. Das ist ganz schön jämmerlich. Ja, genau, das ist ziemlich billig, Herr Gram. Allerdings, was Sie hier veranstalten, das alles zeigt, wie sehr diese Stadt einen Neuanfang braucht. Der ehrlichste Weg dafür wären die Neuwahlen. Diese Koalition hat mit der Kündigung von Klaus Wowereit den letzten Rest an Legitimation verloren. Haben Sie jetzt den Anstand, einen Schritt zu machen? Beenden Sie dieses Trauerspiel. Machen Sie sich ehrlich. Stimmen Sie für unseren Antrag und lassen die Berlinerinnen und Berliner entscheiden über einen politischen Neuanfang in der Stadt.